Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 13. Wir sind jetzt mal im Kloster angekommen, müssen uns hier noch ein bisschen durchschleichen. Ja, natürlich wurden die Lebensmittel überprüft. Nichts Ungewöhnliches. Dann ist ja gut. Oben und unten. Wir haben eine ganze Menge Leute hier, okay. Zumindest ansatzweise sowas wie Deckung. Schauen Sie sich dieses Bankett an. In der Tat. Nummer 5 wollte uns einen Vorgeschmack auf das geben, was uns erwartet. Wie wollen wir den Gästen seine Abwesenheit erklären? Ich weiß noch nicht. Er ist nicht der Einzige, der fehlt. Ah, Ku Klux Klan. Natürlich müssen die auch noch hier rein. Fischer, sind Sie da? Ich glaube nicht, Tim. So, dann kannst du nämlich auch mal da weg. Eine schwarze Tür hier. Sorry, aber du musstest da jetzt mal weg. Ah, du hast sogar noch was Interessantes. Ah ja, den Schlüssel wahrscheinlich dafür. Sehr gut. Nur mal kurz abchecken, dass wir hier noch nicht noch irgendjemanden übersehen haben. Ich glaube, das sieht ganz gut aus tatsächlich. Ja, das sollte passen. Na dann. Achso, nee, da brauchen wir da eine Karte für. Wofür ist denn dann der Schlüssel? Wir können vielleicht da hoch. Ich habe hier gerade Flashbacks an Dark Souls. Und, die Festung von Sieve. Da gab es ja auch so gekreuzte Treppen. Ja, eventuell geht es hier weiter. Ah, sehr schön. Sehr gut. Ich glaube, das kriegen wir nicht hin. Na dann, einmal wieder zurück. Ich frage mich, was ich eine solche Senator Weller. Kannst du dir vorstellen, dass er in Europa eine Klosterruine gekauft und sie hier auf diesem Felsen.
Alarm! Bist du ruhig? Das hier, na gut, da wäre ein Alarmknopf gewesen, aber hat zum Glück nicht mehr hingeschafft. So, frech, frech, die Herren. Von euch wird ja auch irgendwie keine Rüstung dabei haben, ne? Allerdings sollte ich mich halt auch einfach nicht mehr treffen lassen. Gut, Ku Klux Klan, das sieht wieder sehr nach einem Hakenkreuz aus, wo eine Vertiefung fehlt, interessanterweise. Müssen wir die suchen. Ui, 30 Wurfmesser. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier das Stück fehlt und damit kommen wir, oder hier das Stück irgendwo ist und damit kommen wir dann halt weiter. Es blinkt zumindest mal nichts auf. Da auch wieder was umschmeißen. Nö. Hm. Ah, die sind ein bisschen. Okay. Das war jetzt unerwartet. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Gut, wir haben ja noch ein Medikit. Ja, diesen großen hier erwarte ich dann tatsächlich noch ein bisschen. So, ah ja gut, dann haben wir das Level aber auch. Sehr schön. Immer noch schleichend. Naja, wir haben ja mittlerweile ein bisschen was an Zeug da. Von daher, das ist das ja gar nicht so verkehrt. Gewölbe. Kriegen wir es auch Zombies? Na gut, wir sind nicht bei Wolfenstein. Gute Nacht, kommst du um die Ecke? Du bist eins drunter, wie mir scheint. Weißt du, von wem ich spreche? Nein. Na klar, von dem Typen mit dem Boot. Der hat uns doch letztens stundenlang mit irgendwelchem technischen Kram vollgequatscht. Klingelt's jetzt? Ach der, ist der nicht bei den Jungs draußen? Na endlich. Weißt du, wie viel er für den Schutz von Richter Allenby kassiert hat? Wie viel? Keine Ahnung, deswegen frage ich. Auch keine Ahnung. Mit dem Kerl kann man kein vernünftiges Wort wechseln. Solche Bastarde landen immer die besten Kuhs. Hä? Glaube ich auch. So, dann schalten wir euch beide mal aus. Ach, ihr habt auch mittlerweile mal Knarren.
Klappe. Ah, du bist leider noch hingekommen. Verdammt. Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir doch einfach mal den Spaß mit dem... mit der Schaufel und erledigen euch jetzt einfach der Reihe nach mit dem... der Armbrust aus sicherer Entfernung. Das sollte deutlich sinnvoller sein. Weißt du, von wem ich spreche? Nein. Na klar, von dem Typen mit dem Boot. Der hat... Was zum... Oh. Die Herren. Ja, wäre ich ein bisschen schneller gewesen, hätte ich ihn halt hier erledigen können. Dame? So, diesmal machst du hier keinen Alarm. Ich hab so ein bisschen befürchtet, dass da oben gleich jemand rausspringt. Ja, hier ist soweit zu. Müssen wir theoretisch irgendwie hochklettern, oder? Ja, oder halt hochhaken. Bitte mal was treffen. Gott. Bewegt euch halt echt viel zu viel. So. Gut, dann können wir uns mal ein Medikit hier gönnen. Noch was an Flaschen. Ist hier draußen eigentlich noch irgendwas Interessantes? Wir könnten da rüberschwingen und das Zeug mitnehmen. Von daher würde ich sagen, wir schauen vielleicht mal. So, dankeschön. Na, ich glaube, es hat sich gelohnt, hier rüber zu schauen. Auf einmal klappt es ja mit dem Treffen wieder. Schön. Gedanke.
2. So, ihr habt euch ja nicht wirklich hier wegbewegt. Dann machen wir es halt so. Also ihr werdet jetzt schon mal platt. Links geht es jetzt hier nicht weiter. Aber vielleicht hier. Freunde, die Stimme der Eliten unseres Landes wird bald überall zu hören sein. Gemeinsam werden wir das Fundament des neuen Amerika legen. Stolz, stark und selbstbewusst. Ein Amerika frei von allen Parasiten, die seit langem unseren Aufstieg zu wahrer Größe behindert haben. Hier Colonel Amos. Nicht eingreifen, bevor ich das Signal gebe. Ich brauche ein Maximum an Informationen. Erst dann können wir stürmen. Okay. Okay, du bleibst hier kurz stehen, dann warten wir nochmal. Höflich. So, zwei weniger. Rüstung. Wurde ja auch Zeit. Könnte hier noch ein bisschen was an Rick mitnehmen. So, schön, dass du hier so alleine bist. Mehr als hoch geht der Moment nicht, ne? Ja, folgen wir einfach mal der Treppe. Stattfinden während der Operation Total Red. Wenn uns Nummer 3 das Signal gibt, werden die Spats-Einheiten das Kriegsrecht über das ganze Land verhängen. In weniger als 24 Stunden wird die neue Regierung im Amt sein. Lassen Sie uns schon jetzt auf den Erfolg unseres Unternehmens anstoßen und den Beginn eines neuen Zeitalters feiern. Meine Herren, begeben Sie sich nun ans Buffet. Das ist alles, was wir brauchen. Verlassen wir das Kloster. Okay. Wir müssen da dranhängen eigentlich. Jo. War ja fast zu erwarten. Ja, so für Notfälle. Jo, das war zu erwarten. Ja, ich muss hier runter. Oh.
mit den MG an, das genau schießt. Lebst du eigentlich noch? So. Ich glaube, ich lasse das mit dem MG tatsächlich. Das ist ziemlich großer Mist. Wie ihr so seid. Ich glaube deutlich besser. Jetzt ja auch wieder Bolzen habt hier. Okay, schwingen wir darüber. Ist in Ordnung. Natürlich trefft ihr noch irgendwie. Vielleicht sollte ich auch nur auf die Bolzen gehen. So. Aber gut, es ist auch schon wieder eine Zeit, sehe ich gerade. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.